Wir schauen in die Ukraine. In Odessa ist unsere Chefmoderatorin Tatjana Ohm. Guten Morgen, Tatjana. Es gab wieder heftigen Beschuss auf Charkiw. Welche Informationen hast du zur aktuellen militärischen Lage für uns? Guten Morgen, Lena. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen nach Deutschland. Ja, Charkiw eigentlich ja fast täglich auch immer mal wieder unter Beschuss. Diese Großstadt im Osten des Landes gelegen, wo drumherum ja der ukrainischen Armee in den ersten Herbstwochen es gelungen ist, die russischen Verteidiger in die Angreifer in die Flucht zu schlagen. Aber nichtsdestotrotz, der Beschuss dort geht weiter. Wir hören von der stellvertretenden Verteidigungsministerin der Ukraine, dass sich im Moment vieles in der Tat allerdings ein bisschen weiter südlich konzentriert, nämlich um Bachmut, um Soledar. Dort helfen die Kämpfe jetzt schon. Sie aber sagt, dass die ukrainischen Truppen dort gut aufgestellt sind. Massive Kämpfe also, die von dort gemeldet werden. Aus der Region Cherson im Süden gelegen, also im Prinzip von uns aus gesehen, ein bisschen weiter östlich. Dort hören wir zum einen, dass die russischen Besatzer mehr und mehr Zivilisten weiterhin sozusagen zwangsevakuieren, auf die andere Seite des Flusses bringen. Und dass im Prinzip diese Großoffensive, von der ja schon seit dem Sommer die Rede ist von ukrainischer Seite, sagen wir mal, eher langsam vorangeht. Das ist jetzt nichts, was sozusagen binnen Tagen passiert. Aber von ukrainischer Seite gibt man sich optimistisch, dass es eben gelingen könnte. So hat sich zumindest der Chef des Nachrichtendienstes hier vor wenigen Tagen in einem Interview geäußert, bis Ende des Monats Cherson-Region zu befreien. Ich wage es da mal ein Fragezeichen dran zu machen. Aber insgesamt sieht man sich von ukrainischer Seite gerüstet und tut so, als sei man sehr optimistisch.